Das wurde gespielt auf einem Portasound PSS 680. Das ist ein Eingabegerät, das ich vor einigen Monaten geerbt habe. Ja, diese Geste wollte ich machen. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe nämlich dieses Gerät mit einem Kabel verbunden. Ein grünes Kabel. Ein MIDI-Kabel, das vorbeiführt an einer Keksdose mit Keksen, die ich essen muss. Ab und zu. Und das lange grüne Kabel, man merkt, lange grüne Kabel haben bei mir eine Tradition, führt hinein in dieses Gerät. Und dieses Gerät ist ein Roland MT80S. Davon habe ich schon mal ein Video gemacht und ich war jetzt der Meinung, dass ich nochmal damit angeben müsste. Und das tue ich hier auch. Also dieses Gerät kann Disketten abspielen mit Musik drauf. Jetzt habe ich hier gerade. Ah, ich kann eine rausholen aus meinem Schrank, in dem viel zu viele Sachen drin sind. Mal gucken, habe ich hier. Ja, da habe ich ein paar Disketten. Mal gucken, was ich denn da habe. Also, ich habe hier klassische Musik zum Beispiel, die ich hier mit abspielen kann. Und wer errät, was für Alben das hier sind, der gewinnt irgendwas. So, dann ist hier der erste Titel drauf und dann kann man das zum Beispiel abspielen. Ja, das ist das Prinzip von diesem Gerät. Aber da es ja eben diesen MIDI-Eingang hinten hat, kann ich das mit anderen Geräten verbinden. Also zum Beispiel mit diesem hier. Ich habe im letzten Video gezeigt, wie ich das mit meinem Tablet-Computer verbunden habe. Also das Instrument 5.3 ist hier Du-Du-Du. Das Modul in dem MT80S, so sieht übrigens mein Kopf aus, ist ein klassisches MIDI-Instrumentengeräuscherzeugungsmodul, das auch bei anderen Sachen benutzt wurde, bei professionellen Keyboards von Roland zum Beispiel. Die Klangsynthese hier drin ist nicht besonders gut, also es klingt nicht gerade sehr authentisch. Und in vielen bekannten Liedern wurde das Klangerzeugungsmodul im MT80S verwendet. Und ein lustiges Geräusch, das mir eingefallen ist als klassischer Technik-Nerd, ist das Instrument 14. Und das sind so Glockengeräusche. Und ein Geräusch erkennt der ein oder andere vielleicht. Ja, und wer errät, was das für ein Geräusch ist, der gewinnt auch irgendetwas. Tja, und das war mein Video, um jetzt einen Vorwand zu haben, diesen Kanal weiter zu betreiben. Vielen Dank fürs Anschauen.